Nanu, was hat denn Susanne Sideropoulos gemacht? Auf Instagram teilt sie Bilder ihres bandagierten Knies und ihrer angeschwollenen Lippe. Das sieht echt schmerzhaft aus und scheint es auch zu sein. Die Schauspielerin erklärt, nicht ganz so schöne Urlaubsbilder. Hatte gestern einen Radunfall, wurde leider im Mund und am Knie genäht, kuriere mich jetzt erstmal aus. Sie habe zwar höllische Schmerzen, den Humor wolle sie aber nicht verlieren und so scherzt sie, Lippe muss man nicht mehr aufspritzen. In der Caption ihres neuesten Beitrags betont Susanne, wie ärgerlich das Timing sei, einen Sturz innerhalb ihres Urlaubs zu erleiden. Denn derzeit könne sie nicht ins Wasser. Sie hoffe nun darauf, in den letzten Tagen ihrer Ferien noch baden gehen zu können. Bis dahin gibt sich der ehemalige GZSZ-Star optimistisch. Auf Instagram schreibt Susanne, behalte meine rosarote Brille auf und bin dankbar, dass es nicht noch schlimmer ausgegangen ist.